Jahren im asiatischen PDC-Circuit sehr erfolgreich unterwegs. Ja. Diese Asia Tour ist ja ohnehin wirklich auch ein echter Erfolg. Normalerweise E-Darts noch ein bisschen größer in Asien. Hast du dieses Video gesehen vom Bully Boy Michael Smith, wie er über einen Videocall mit seinem Vogel kommuniziert? Nein. Das ist vielleicht eines der lustigsten Videos aus dem Jahre 2020. Also seine Frau hält das hin und dann pfeift er und der Vogel antwortet. Die pfeifen sich also hin und her. Wahnsinn. Wirklich, also muss ich nachher unbedingt angucken. Unbedingt. Hast du gewusst, dass ich bei dem Preisausschreiben vom Bully Boy was gewonnen habe vor ein paar Wochen? Das habe ich mitbekommen. Wahnsinn, jetzt, aber man musste mal kurz auf die Sprünge helfen. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ja, die haben halt was verlost. Ein Shirts und Autogrammkarten und so weiter. Und ich habe mitgemacht. Also für einen guten Zweck. Du zahlst dann 10 Pfund ein und das geht an eine Charity. Und kannst was gewinnen. Und ich habe tatsächlich ein Shirt vom Bully Boy gewonnen. Yes. Yes. Ist das noch 5XL oder schon 2XL? Das ist die neue Version. Okay, gut. N. Das kommt erst noch. Hey, seine Frau ja jetzt seine Managerin, mehr oder weniger. Er hat sich von seinem Management getrennt und die sind da auch sehr fleißig. Oha. Im Vermarkten und machen und tun. Dagmara. Ja, die beiden Knirpse ja auch echt richtig heiße Darts-Fans und auch gute Dartspieler. Ja, die Corona-Zeit war ein Genuss, mit denen das zu sehen. Der hat ja viel geteilt. Schon geil dort so, zu Hause bei denen. Da geht's ja richtig ab. Michael Smith war ja auch sehr ehrlich und hat gesagt, diese Zeit, dass er dann nur noch zu Hause war, er wusste gar nicht, was da für in Anführungszeichen Teufel seine Kinder sein können. Was seine Frau da jeden Tag durchmacht. Das fand ich am besten bei Michael van Gerwen, der ja auch nochmal Nachwuchs bekommen hat und dann gesagt hat, oh mein Gott, er hat nachts nicht so gut geschlafen. Das hat er natürlich beim ersten Kind nicht mitbekommen, weil er nur, dass Kinder anfangs nachts nicht so gut schlafen, ist nicht so ungewöhnlich. Ja. Was ist los mit dem Kind und seine Frau wahrscheinlich? Schatz, das ist nicht normal. So, 135 für die Philippinen. Über Bull wird er beginnen. Ja, 110. Und er hat, glaube ich, der baut ihm nicht das Bullseye zu, in der Hoffnung, er trifft jetzt die Triple 20. Guter letzter Dart, 36 Rest, der Bully Boy. 52, 12 für Tops. Da steht jemand vor der Kamera. Schnell gecheckt, Doppel 20 getroffen. 1-0. Da sieht man es auch. Lawrence Illigan steht direkt vor der Kamera. Illigan hat hier aber auch ein bisschen am Setup rumgeschraubt. Die Darts stecken ziemlich weit nach unten. Ja. Man hat das Gefühl, die stecken auch nicht richtig fest im Board, sondern die könnten jeden Moment rausfallen. Absolut, das ist absolut. Ein bisschen komisch. Wenn ich das richtig sehe, Noel Malikdin nach wie vor mit Schraubspitzen unterwegs. Also seine E-Darts mit Stahlspitzen draufgeschraubt. 120. Ist nicht ungewöhnlich, ich glaube Menzo Suljovic auch selber bei seiner ersten Darts-WM bei der PDC auch mit Schraubspitzen gespielt. Inzwischen natürlich reiner Stildarter. Ja. Ja, die beiden hier sind noch nicht so richtig im Spiel drin. Da ist der Partner immer wieder vor der Kamera stehend, deshalb kann man noch nicht erkennen, wo der steckt. Der erste Dart macht Malikdin noch große Probleme, korrigiert das jetzt toll.
Aber trotzdem, der ist genervt. Immer wieder der Erste in die 5 rein. Und zwar ziemlich satt auch in die 5 rein. Tops. 136. Ja, man liegt im... Illigan. Illigan geht da immer weiter nach links und will sehen, was sein Partner wirft. Aber vielleicht sollte jemand sagen, dass da rechts und links Leinwände sind. Da kann er einfach kurz drauf gucken. 43. So, Doppel 10, ja. Nicht unbedingt die Zahl, die man bei Cross oft sieht, aber... Ja, da haben wir eigentlich genau auch dieses Phänomen. Ne? Bully Boy klassisch, Doppel 20, Doppel 10 Spieler. Rob Cross lieber Doppel 18 oder auch Doppel 16. 2-0. Ja, das ist so ein Ding, das musst du vielleicht im Voraus absprechen. Aber wenn die zwei clever, was heißt clever sind, wenn sie sagen, wir wollen das Ding hier gewinnen und so, dann sagen beide natürlich ganz klar zum anderen, du, achte nicht auf mich, stell dir deine Zahlen und ich bin, Cross war Weltmeister, Bully Boy mehrmaliger Major-Finalist. Ich krieg das schon hin. Ja. Auch eine Doppel-10 kriege ich mal hin. Und der Bully Boy kriegt auch mal eine Doppel-16 hin. So würde ich zumindest vorgehen und sagen, mach dir da überhaupt keine Gedanken, Spiel und fertig. Cross auch wieder vom Material, wieder auf die Vorgänger-Darts gewechselt. Er hat ja ein neues Modell probiert. Scheint wohl nicht mehr zur Überzeugung zu sein, dass es funktioniert, aber auch hier kein Problem. Das ist ja das Schöne. Du hast ja auch viel experimentiert. Du weißt ja, wie das ist. Das ist eine ganz, ganz schwierige Phase. Und vor allem auch für alle Profi-Dartspieler. Ich glaube, außer Peter Wright vielleicht mal. Wenn du dann Unsicherheit reinkriegst und unsicher bist, dann kommen die Probleme. Du musst dich irgendwann mal entscheiden und einfach das Feeling einfach haben. Ja. Ja, und dann auch, glaube ich, so die innere Einstellung bekommen, dass es auch nicht an den Darts liegt. Genau. Das ist ja auch ein Rüberschieben der Verantwortung, ne? Sondern dass es an dir liegt, dass du mir gerade nicht gut spielst. 84. Philippine Uruguay 144. Nee, die Philippinen finden irgendwie so ein bisschen gar nicht statt. Das ist wirklich reines Scoring. Kein Dart auf Doppel gehabt bisher. Ja, das ist eine schöne 140 vom Bully Boy. Und jetzt kommt mal so ein Muss. Also das müssen die jetzt ausmachen. Ja. Mal sehen, ob er jetzt einen besseren ersten Dart hat. 84 Punkte Rest. Schön, Doppel 12. Wichtiger Moment für Noel Malikdem. Ja, der ist drin. Und damit ist es das 1-2. Da hat sich auch Illigan vorher gedacht, steht vor der Kamera, guckt auf die Leinwand und sagt, ich sehe das Board nicht. Komische Regie hier. Ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, jetzt kommen wir auch langsam mal hier die Moves. Sieht schon ein bisschen entschlossener aus. Lawrence Illigan. Da ist er wieder vor der Kamera. Jetzt geht er nochmal schön daran vorbei. Und sie werden in der Regie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Er hat schon einen Hinweis von Kirk Bevins gekriegt, dem Caller, aber du bist da auch so heiß im Spiel und Fokus. Du bist da einfach komplett in deiner Welt. So, aber jetzt so allmählich kommen sie rein. Ja. Das war jetzt die zweite 140er Aufnahme. Wir haben nach 6 Darts diese 221 Punkte Rest. Und mal sehen, ob Illigan jetzt auch der Übergang gelingt und wohin er die Philippinen bringt. Ist das noch eine 180, dann wären es eine 140, dann wären es 81 Rest. Und das meinte ich mit seiner Körpersprache, die ist cool. Ja.
So. Starkes Leck von beiden Nationen. Triple 19 oder Triple 15. Aber ich denke mal, das wird die Triple 19 werden. Um wieder auf die Doppel 12 zu kommen, die hat er gerade eben ausgemacht. 62. Bullseye oder Doppel 13? Bullseye. Was macht der Buddy Boy? 25, 19, 42, 2 und Tops. So, und der ist runter. Und da kennt man diese typische Gestik von Michael Smith, dass er sich so ein bisschen unter seinem Shirt am liebsten verkriechen würde. So, 18. Oh, 7 Rest. Das war so nicht geplant. Nee, das sollte offenbar die 1 sein für die Doppel 12. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er sich gerade abgesprochen, auf welches Doppel gehen, oder? Dass er mit ihm kurz kommuniziert, ist eigentlich komisch. Doppel 2. Wichtiger Dart zum Ausgleich, zum Break. Lässt sich viel, viel Zeit. War knapp. Fehlt nicht viel. Rob Cross wieder auf der Doppel 10. Eben war das kein Problem für ihn. Aber das war ärgerlich. Das war ein echter Big Point, den sie hier ausgelassen haben. Doppel 10 getroffen, versenkt. Rob Cross mit dem 3-1. Also das wirklich ein Deck. Und jetzt kommt nochmal der Hinweis von Kirk Bevins, dass er bitte etwas weiter recht stehen soll. Von Illigan aus gesehen. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, warum. Wegen der Kameras. Ich glaube, das hat er noch gar nicht, das ist ihm gar nicht klar. Ja. 134. Na, vielleicht dann in Runde 2 macht er das ein bisschen besser. Macht das im Einzel besser. Aber laut dir sind ja die Philippinen saugefährlich und könnten die Engländer rausnehmen. Ja, ich meine, wenn sie das 2-2 gerade machen, dann ist ja auch klar, sobald dieses Match es umkämpft ist und ausgeglichen ist, steigt der Druck enorm bei den Favoriten, gerade bei den Top-Gesetzten. Ja. Man muss auch klar sagen, diese 25 Rest, die Illigan hatte und trifft dann die große 18, da muss er einfach die große Zahl treffen, die 1 wollte da wohl und dann hat er 2 Darts. Ja. Die Engländer sind ja letztes Jahr überraschend gegen die Iren rausgegangen. Ja. Gegen Willie O'Connor und Steve Lennon. Steve Lennon? Ja. Was habe ich gesagt? Nee, ich muss immer aufpassen. Ah. Auch dieses Jahr wieder. Weil ich hatte... du hast schon Lieder mit ihm gesungen. Ja, ich habe schon Lieder mit ihm. Let it be. Yesterday. Yesterday, ja. Wieder ein gutes Leck von den Philippinen hier. Also da siehst du. Wirklich... stark. Man muss auch dazu sagen, die Engländer haben sich von einem 100er Average, den sie zwischenzeitlich gespielt haben, runtergespielt auf eine 89. Er muss jetzt nicht die 18 fürs Bullseye spielen, er kann auch die Triple 20 spielen. Und jetzt die 16 für Doppel 16. 84. Ich glaube, Michael Smith ist einer der vier Spieler oder einer der vier Spieler hier, den das Tempo am meisten stört. Ja. Der mag das nicht. Der den Rhythmus braucht. Doppel 16 getroffen zum 2-3. Ich meine nochmal, wenn sie diese eine Chance nutzen, gehen sie hier gerade mit 3-2 in Führung. Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, dem sie jetzt noch einige Minuten lang hinterherrennen werden. Ähnlich wie die Tschechen vorher gegen die Belgier, diese drei Darts auf Doppel 8. Oh ja, das war auch sehr teuer zum Schluss. 97. Was für ein wilder Dart hier von Cross. Voll in die 1. Ja, und jetzt geht's los hier auch bei ihm mit dem Schimpfen. Und jetzt hat genau er das Problem. Hat nicht so ein gutes Gefühl, würde gerne in einem viel kontinuierlicheren Rhythmus werfen und bekommt kaum eine Chance, hier reinzukommen.
Wieder einer, ein Triple erwischt. Alles so kleine Nadelstiche. Keine Triple bei England. Und was vielleicht auch so ein bisschen das Problem im Team England ist, dass glaube ich, keiner der beiden so sagen wird, ich bin die Eins und, ja. ich führe unser Team an. Ich glaube, das tut einem Team ganz gut, wenn du einen klaren Leader hast. Und wir haben bei Belgien gesehen, dass es vielleicht gar nicht der sein muss, der in der Weltrangliste höher steht, sondern da ist Kim Huybrechts aus der Geschichte heraus einfach der Chef, weil das immer war, die letzten 20 Jahre. Und solange Dimitri das dann annimmt, ist alles in Ordnung. Geht der drauf? Das ist schon fast jetzt ein bisschen nicht überheblich, aber ich hätte es nicht gemacht. Diesen Bullshooter erprobt. Ja, das ist eine wichtige Aufnahme. Ja. Ich meine, so, 25. Was macht Illigan jetzt mit der 25? Er geht wieder hoch auf die 18. Nein, diesmal hat er die 1. Ja. Doppel 12 zum 3-3. Come on. Ja, rein damit. Da ist das 3-3. Und jetzt wissen natürlich auch Smith und Cross, dass es ganz schnell gehen kann. Jetzt ist es nur noch Best of Three. Ich liebe diese Bewegung. Man sieht es jetzt nicht in der Einstellung von Illigan. Bevor er ins Oki geht, geht er noch mal kurz auf die Zehenspitze. Ja. Und hebt auch das rechte Bein so ein bisschen. Ne? Da geht er hoch, so ein bisschen das hoch. Das ist sein Ritual. Ja, ja. Immer wieder. 97. Aber um vorher nochmal zu sagen, du hast schon recht, das sind wirklich keine zwei Spieler, denen ich jetzt zutraue, miteinander zu reden, dass einer dem anderen sagt, ich bin oder du bist der, wo hier der Leader ist. Denkst du, dass es im Team gut tut, wenn man weiß, wenn die Rollen verteilt sind? Ich weiß nicht, in anderen Sportarten klar, aber ich glaube schon, dass das hilft. Also das ist kein Muss, logisch. Aber wenn man es mal, ich kann es vielleicht ganz gut aus dem Tennis-Doppel auch sagen. Okay, ja. Auch da hat meistens einer, gibt so ein bisschen das Kommando an und sagt, was gemacht wird. Ne? Oder das ist auch der eine, der dann mit dem Schiedsrichter rumdiskutiert bei strittigen Entscheidungen und so weiter. Ja, verstehe. Ja, das sieht man auch. Er feiert jetzt wirklich jeden guten oder einigermaßen guten Wurf ab. Michael Smith, jetzt rechnet er. Ein bisschen zu spät. 203 und zeigt sich ein Vögelchen und ist natürlich total unzufrieden. Und jetzt so allmählich schwimmen ihnen die Fälle davon. Jetzt wird es echt eng. Und dann könnte es hier nur wirklich eine ganz, ganz dicke Überraschung geben. Der viermalige World Cup Champion England, so oft erfolgreich gewesen mit Phil Taylor und Adrian Lewis. Die waren ja auch so eine super Paarung. Ne? Dieses sehr unterschiedlich in der Art und Weise, das Arbeitstier Taylor auch am Practice Board, den Lewis musste eher dahin tragen, dass er mal ein paar Pfeile schmeißt, aber hat dann diese genialen Momente. Ja. 132. Das ist die 1. Er braucht noch irgendwas Großes. Ja, das ist, glaube ich, nicht groß genug. 92 Rest, 64 für Smith, 48, 8 für die Doppel 20. Und der ist schon wieder nicht im Ziel. Und Noel Malikdem, dem muss man diese 92 Punkte absolut zutrauen. Dann wäre es die allererste Führung für die Philippinen hier in diesem Match. 25, er geht über Single Bull. 17 fürs Bullseye. Wieder so ein Dart, der wirklich teuer werden könnte. Ja. Das haben wir jetzt auch bei den European Championship erlebt, dass häufig große Felder nicht getroffen wurden. Gut, das liegt einfach an der mangelnden Matchpraxis, die Spieler zurzeit haben. Also für mich zumindest. So, wieder eine Doppel-10 für Rob Gross. Das macht er.
Der steckt, glaube ich, gar nicht schlecht. Rob Cross sollte mal überlegen, ob er seine Doppel-18 wegwirft und die Doppel-10 reinnimmt. Hat eine gute Quote drauf, 66%. Absolut. So, 4-3 Führung. Damit ist er zum zweiten Mal so ein Big-Point-Moment an die Engländer gegangen. Und ja, sie haben trotzdem so zu kämpfen, auch vom Ergebnis her. Aber ich glaube, das war es jetzt. Ich glaube, das... Ich glaube auch, ja. Also jetzt eine 140 von Cross oder eine 140 von Bully Boy. Hoppla, wo ist denn der hin? Der zweite geht in die Triple 20, hatte ich gesagt. Aber großer Kampf von den Philippinen. Also, und du hattest wirklich recht. Also die sind nicht zu unterschätzen. Und tatsächlich seit... Nur Taylor und Lewis haben zusammen den World Cup gewonnen für England. Sonst niemand. Faszinierend. Ja, als 2010 Wade ja mit dabei war, da gab es ja diese überraschende Niederlage gegen Spanien. Alcinas und... Unsere, nicht was, Rodriguez? Nee. Ja, doch, ne? Ja. Ja, es war Rodriguez. Ja. Carlos. 174. Carlos Rodriguez. Schöne, perfekte Aufnahme von Smith. 174, 131 Rest. Ja, das war irgendwie abzusehen. Also, das, wenn man zweimal bei so einer kurzen Distanz zweimal so einen fundamental wichtigen Moment nicht greifen kann, dann gibt das den anderen natürlich auch den Auftrieb. Ja, 32 Rest. Also wie gesagt, verkehrte Welt. Also Cross muss auf Doppel 10 werfen und Bully Boy muss auf Doppel 16 werfen. Grandios, ich finde das toll. So, und der Gegner steht ja schon fest. Ja, zweiter Matchstand ist es. Das war ein ganz schöner Kampf für Michael Smith und Weltmeister Rob Cross. England steht damit also im Achtelfinale und sie müssen ran gegen Litauen, gegen Darius